Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe, die sich mit der Einführung in das Mindmapping beschäftigt. Jetzt möchte ich dir das Programm FreePlane vorstellen. FreePlane ist ein kostenloses Programm, welches man in sehr guter Art und Weise zum Mindmapping verwenden kann. FreePlane ist verwandt mit einem anderen Programm, das ich schon in einem anderen Video einmal vorgestellt habe, nämlich FreeMind. Aus meiner Sicht hat FreePlane einen gewissen Vorteil, weil man manche Dinge etwas komfortabler gestalten kann. Also die Eingabe der Mindmaps erscheint mir zum derzeitigen Standpunkt etwas komfortabler mit FreePlane. Wenn du nähere Informationen zu FreePlane haben möchtest, zur Geschichte und zu den einzelnen Funktionen, die FreePlane hat, dann kann ich dich auf die englischsprachige Wikipedia-Seite hier verweisen, bei FreePlane. In der deutschsprachigen Version gibt es noch keinen Eintrag. Herunterladen kannst du FreePlane hier von dieser Seite. Und hier kannst du dann FreePlane herunterladen und auf deinem Rechner installieren. Wenn du FreePlane aber nicht, aus welchen Gründen auch immer, installieren kannst, wenn du zum Beispiel nicht Rechte hast auf einem bestimmten Rechner, dann gibt es auch eine portable Version von FreePlane. Die kann man hier über diesen Weg dann herunterladen. Und somit kann man dann auch FreePlane vom USB-Stick aus laufen lassen, ohne FreePlane überhaupt installieren zu müssen. Jetzt aber zum eigentlichen Programm FreePlane. Ich habe es auf meinem Rechner installiert und habe hier schon eine Beispiel-Mindmap angelegt. Und ich möchte dir jetzt dann Schritt für Schritt zeigen, wie man einzelne Gesichtspunkte, einzelne Möglichkeiten, einzelne Features, die uns FreePlane zur Verfügung stellt, auch nutzen kann. Ich werde dabei aber nur auf einen kleinen Ausschnitt der vielen Möglichkeiten, die FreePlane bietet, eingehen können, weil das sonst den Rahmen eines Videos sprengen würde. Wichtig ist sicherlich einmal, FreePlane zu starten. Das geht in üblicher Art und Weise in Windows, und eine neue Mindmap legt man an über Datei Neue Mindmap. Damit hat man dann herinnen dann einen zentralen Begriff, ein Hauptthema. Und man sieht hier schon, dass hier die, wenn ich einen Doppelklick hinein mache, ich hier dann etwas verändern könnte. Und hier könnte ich dann zum Beispiel über Österreich hineinschreiben, wenn ich eine Mindmap machen wollte. Wenn ich mit der Schriftgröße nicht allzu zufrieden bin, gehe ich hier herauf und kann direkt für diese einzelne für diesen einzelnen Bereich, für dieses Hauptthema, das dann verändern. Wenn ich es für die gesamte Mindmap verändern möchte, dann gehe ich auf Format, Knotenstil verwalten, Knotenstil bearbeiten, und ich habe hier dann die Möglichkeit, für alle diese Knoten dann hier auch dann die Schriftgröße festzulegen. Ich klicke hier zum Beispiel 14 fest, klicke jetzt hierher und habe dann in allen Bereichen es festgelegt, es sei denn, ich habe sie eigens festgelegt. Nun, bei der Mindmap geht es ja darum, dass ich hier einzelne Knoten einfügen kann. Und das kann ich machen, indem ich hier die Einfüge-Taste zum Beispiel drücke. Und somit erscheint dann hier ein weiterer Knoten, in dem ich dann etwas eintragen könnte. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel Wels eintragen. Wels, eine Stadt in Oberösterreich. Und man sieht, dass hier diese 14 als Schriftgröße gewählt wurde, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Und weiters gibt es die Möglichkeit, dann auch andere Knoten dann einzufügen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel die rechte Maustaste drücke auf einen dieser Knoten, habe ich hier mehrere Möglichkeiten, die mir dann angezeigt werden, was ich jetzt alles an Dingen machen könnte. Wenn ich jetzt hierher gehen würde, auf Wels gehen würde und dann die Enter-Taste drücke, dann bekomme ich einen sogenannten Geschwisterknoten. Das heißt, es ist in derselben Ebene wieder ein Oberbegriff. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Linz eingeben, eine weitere Stadt in Oberösterreich. Wenn ich jetzt hier nochmal Enter drücke, kann ich einen weiteren Begriff eingeben, der ebenfalls geschwisterlich praktisch in derselben Hierarchie daneben steht. Wenn ich hier mir einen Knoten aussuche und dann wieder auf Einfügen drücke, bekomme ich dann einen Unterknoten, der praktisch in der Ebene darunter sich dann befindet. Da könnte ich jetzt hier hergehen zum Beispiel und hinschreiben Landeshauptstadt. Und somit kann ich ganz geschickt weiter Knoten einfügen, Unterknoten bzw. auch Geschwisterknoten dann einfügen. Und dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, einen Knoten löschen zu können. Ich könnte jetzt hierher gehen mit der rechten Maustaste und dann den entsprechenden Eintrag mir dann suchen, um dann diesen einzelnen Knoten dann löschen zu können. Gleicherweise kann ich zum Beispiel dann auch hierher gehen, auswählen und die Entfernen-Taste drücken. Dann wäre ich gefragt, ob ich dann wirklich diesen Knoten löschen möchte. Wenn ich Ja nehmen würde, dann würde er mir diesen Knoten löschen. Wenn ich auf Zurück gehe, also rückgängig machen wähle, dann
ist dann dieser Knoten wiederhergestellt. Also auch eine praktische Möglichkeit, etwas wieder rückgängig und wiederherstellen zu können. Ein weiterer Punkt ist dann hier, wenn ich mir einen Knoten aussuchen würde und dann hier auf freie Anordnung zum Beispiel wählen würde und hier freie Knotenpositionierung mir aussuchen würde, dann gehe ich wieder zu dem Unterknoten, der ist jetzt hier blau ausgewählt, gehe dann zu einem blau gefüllten Kreis, der davor ist, drücke mit der linken Maustaste drauf und ich kann dann hier diesen Knoten dann verschieben und kann ihn dann anordnen, kann diesen Unterknoten praktisch im Verhältnis zu seinem Oberknoten dann verschieben. Eine weitere praktische Möglichkeit ist die, dass man auch Knoten anordnen bzw. auch verschieben kann. Ich könnte jetzt hierher gehen, zu Steyr zum Beispiel, und könnte jetzt versuchen, dass Steyr dann praktisch über an die Stelle von Linz kommt. Ja? Und das schaffe ich, indem ich die Steuerungstaste drücke und einen Pfeil nach oben wähle. Und somit ist jetzt Steyr oben. Wenn ich mit dem Pfeiltaste hinuntergehe, könnte ich zum Beispiel jetzt hier Wels wählen. Ich drücke die Steuerungstaste, drücke nach oben und Wels ist jetzt ganz nach oben genommen worden. Darüber hinaus kann ich natürlich auch dann einzelne Knoten verschieben. Ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen zur Landeshauptstadt, drücke mit der linken Maustaste hinein. Man sieht, dass sich der Mauszeiger verändert. Ich bin jetzt gerade über dem Hauptthema in der Mitte und lasse jetzt die linke Maustaste los. Und man sieht schon, dass Landeshauptstadt jetzt hier nicht mehr Berlin steht, sondern sogar ein eigener, praktisch Geschwisterknoten hier zu den anderen, schon vorher eingefügten Knoten geworden ist. Eine sehr einfache Möglichkeit. Ich könnte zum Beispiel, wenn sich etwas ändern würde hier in Oberösterreich, könnte ich hier dann linke Maustaste drücken, gedrückt lassen und schiebe das Ganze auf Wales und dann wäre hier Wales dann zumindest in dieser Mindmap hier die entsprechende Landeshauptstadt. Eine weitere Möglichkeit besteht es jetzt hier mit der rechten Maustaste, eine weitere Möglichkeit dann sich auszusuchen. Das ist dann da die freie Knotenpositionierung. Indem ich hierher gehe, dann verschiebt sich wieder dann mein Knoten und ich kann ihn dann auch in der Länge Position dann nochmal einstellen. Also ähnlich wie ich es vorhin schon mit der Landeshauptstadt gemacht habe. Das ist eine ganz wesentliche Sache, weil ich so zum Beispiel auch die Reihenfolge der Knoten mir dann einstellen könnte. Wenn ich rechte Maustaste wieder freie Knotenpositionierung wähle, könnte ich jetzt zum Beispiel das hier rüber hingeben. Und somit kann ich dann wirklich in einer sehr adäquaten Art und Weise hier dann die Längen zum Beispiel verstellen. Ich muss immer hier diesen gefüllten blauen Kreis finden, dann kann ich es verschieben. Und so kann ich dann die Position dann in der Mindmap dann verändern. Weitere Möglichkeiten bestehen dann auch natürlich Formatierungen vorzunehmen. Wir haben es vorhin schon einmal, ich habe es vorhin schon einmal gezeigt. Also man nimmt dann praktisch hier diesen Knoten, wählt ihn aus. Wählt dann für diesen einzelnen Knoten eine Schriftgröße. Ich habe vorhin für alle 14 eingestellt, geht es hier auf 30 zum Beispiel. Und dann ändert sich tatsächlich hier dann nur für diesen einen Knoten dann die Größe. Ich kann das hier auch natürlich wieder rückgängig machen. Für die gesamte Mindmap nochmal zur Wiederholung auf Format, Knotenstil verwalten und dann Knotenstil bearbeiten. Da habe ich vorhin 14 eingestellt. Weitere praktische Möglichkeit ist natürlich dann, auch einen Text zu bearbeiten. Wenn ich einen Doppelklick hineinmache, kann ich direkt in dieser Zeile diesen Text dann bearbeiten. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, in einem Editor etwas zu machen. Das hat nämlich den folgenden Vorteil. Rechte Maustaste, Text im Editor bearbeiten. Dann öffnet sich dieser Text und ich kann dann hier in diesem Editor arbeiten, könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen. Und das ist ganz wichtig für einen Zeilenumbruch. Drücke jetzt Enter. Und schreibe jetzt hier hin zum Beispiel Landeshauptstadt von Oberösterreich. Klicke auf OK und habe dann hier einen ungebrochenen Text. Und das hat den folgenden Sinn, wenn ich nämlich hier hereingehen würde und dann einen längeren Text schreiben würde, dann würde diese Mindmap ziemlich unübersichtlich werden. Wenn ich aber hier das Ganze mit Editor mache, also Texte mit Editor bearbeiten, kann ich hier einen Umbruch erzeugen. Und das Ganze in der Mindmap übersichtlicher darstellen. Das ist eine sehr praktische, aber auch wichtige Möglichkeit. Ja, eine weitere Bezugspunkt, der ganz die Sache dann auch wieder noch übersichtlicher darstellen könnte, sind die sogenannten Konnektoren. Wir haben hier schon einen Konnektor, das heißt vom Hauptbegriff hier zu einem Oberbegriff und hier wiederum einen
zu einem weiteren Unterknoten, zu einem Tochterknoten. Aber ich kann natürlich auch das weitergestalten. Wenn ich hier jetzt mit der linken Maustaste etwas auswähle, der Steuerungstaste gedrückt halte und dann hierher drücke, dann habe ich die Möglichkeit, durch das Einfügen eines Connectors, Connector hinzufügen über das Kontextmenü, hier eine Verbindungslinie anzufertigen. Ich kann es also hier von der Landeshauptstadt von Oberösterreich auf Linz zum Beispiel zeigen. Wenn ich jetzt hier diesen Connector auswähle, könnte ich zum Beispiel hergehen, kann das hier verschieben, kann es auch enger zusammenfügen, damit das nicht so ausladend ist, mit gedrückter linker Maustaste. Und ich kann ebenfalls, wenn ich mit der rechten Maustaste auswähle, auf ein Fenster zugreifen. Das wäre dann dieses hier und da kann ich dann hier zum Beispiel auch den Connector dann wiederum entfernen. Ich könnte das wahrscheinlich auch wieder rückgängig machen. Gehe jetzt wieder hierher, rechte Maustaste und kann hier dann zum Beispiel auch die Richtung der Pfeile und die Pfeilart gewissermaßen dann einstellen. Also ob in beide Richtungen zum Beispiel hier dieser Pfeil geht. Nochmal das Fenster und kann hier auch zum Beispiel dann einstellen, ob es hier eine gerade Linie sein soll, die ich hier dann gern haben möchte. Ja. Ja, man kann dann auch die Linienart zum Beispiel könnte man einstellen, die Breite und so weiter. Also das hier eine praktische Möglichkeit, um mit Konnektoren dann arbeiten zu können und sie auch formatieren zu können. Darüber hinaus kann man auch hier, man sieht, man kann sie ein- und ausblenden. Man kann das Ganze auch ganz gezielt machen. Wenn man hier auf Navigieren geht, hat man hier mehrere Auswahlmöglichkeiten. Um diese Zweige hier, man kann sie mit einem Baum vergleichen, um diese Zweige hier auf- und zuzuklappen zum Beispiel. Ja. Wenn man hierher geht, dann wird der eingeklappt, der obere Bereich nämlich, und so weiter und so fort. Und somit könnte man dann Mindmaps von innen nach außen dann praktisch schon aufklappen. Praktisch ist jetzt hier, dass ich eine noch deutliche Hervorhebung von einzelnen Zweigen vornehmen könnte, wenn ich jetzt hierher gehe und dann die rechte Maustaste dann wähle und hier dann Wolke und Knotenauswahl wähle. Dann wird hier dieser Bereich dann hier mit einer Wolke umschlossen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel dann hergehen, könnte dann mir zum Beispiel dann überlegen, ob ich das dann doch nicht möchte. Man könnte jetzt hierher gehen und hier zum Beispiel versuchen dann, also im Unterknoten dann, eine Wolke auswählen und kann dementsprechend dann hier dann diesen Bereich dann hier auch noch auswählen. Macht das wieder rückgängig. Darüber hinaus hat man noch die Möglichkeit, hier einen unterschiedlichen eine unterschiedliche Größe festzulegen. Also wenn ich jetzt hierher gehen würde, würde ich hier dann eine Auswahl treffen, besser gesagt. Also mit der Steuerungstaste wähle und dann hier diesen Bereich nehmen und würde dann hier auf der rechten Seite Wolke und Knotenauswahl nehmen. Da würden hier jeweils dann diese Bereiche, diese Knoten dann mit Wolken dann praktisch ausgefüllt werden. Dann gibt es noch die Möglichkeit, auch Hyperlinks einzufügen, was auch sehr sinnvoll sein kann, wenn man eine Information zum Beispiel anbringen möchte. Und so könnte es zum Beispiel sein, dass man hier einen weiteren Unterknoten einfügt, also jetzt zum Beispiel mit einfügen. Könnte hier dann hinschreiben Webseite, gehe dann herein, Webseite von Wels und könnte mich jetzt dann zum Beispiel hier entscheiden, dass ich hier diesen Knoten dann auswähle. Dann gehe ich auf Bearbeiten, suche mir dann den Teil Hyperlink und dann zum Beispiel Link auf Datei, Link auf Textfeldeingabe oder Link aus Knotentext erzeugen. Und wenn ich dann hier auf Link auf per Textfeldeingabe wähle, könnte ich hier jetzt zum Beispiel die Adresse der Stadt Wels eingeben und habe dann somit, wenn ich auf OK klicke, dann die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier drauf drücke, springe ich dann zur Webseite der Stadt Wels. Und so kann ich dann auch mehrere Hyperlinks dann hier hinterlegen. Darüber hinaus kann man das Ganze dann auch über Tastenkombinationen erreichen, also wenn ich Steuerungstaste, also STRG und K gleichzeitig drücke, komme ich ebenfalls hier zu dieser Eingabemöglichkeit und könnte hier dann zum Beispiel mich auf Linz dann beziehen. Weiters gibt es die Möglichkeit, etwas rückgängig zu machen. Rückgängig zu machen ist, wenn ich eine Eingabe vornehme, dass ich sie wieder rückgängig mache, beziehungsweise auch wieder herstellen könnte. Ein Service, den man unter Windows-Programmen ja zum Glück mittlerweile schon gewohnt ist.
und dementsprechend auch genutzt werden sollte. Zum Schluss geht es natürlich auch immer darum, dass ich die Mindmap, die ich jetzt erstellt habe, dann auch dementsprechend speichern und exportieren kann. Dazu geht man dann auf Datei, Speichern unter und Speichern unter ermöglicht mir dann im sogenannten MM-Format abzuspeichern. Das ist das Format der Arbeitsdatei. Das heißt, wenn ich in diesem MM-Format abspeichere, kann ich diese Mindmap dann später auch hier wieder mit FreePlan, aber auch mit FreeMind dann wieder weiter bearbeiten. Das ist also wichtig, um dann wieder Mindmap später mal verändern zu können. Darüber hinaus besteht dann die Möglichkeit, auch Mindmaps exportieren zu können. Und exportieren bedeutet dann in dem Fall, dass ich hier ein verschiedenes Dateiformat hier mir auswähle. Also zum Beispiel, wenn ich es exportieren möchte, das PDF, wähle ich mir hier PDF aus, gebe hier den Dateinamen ein und die gesamte Mindmap wird im PDF-Format exportiert. Ähnliches gilt dann hier für Grafiken. Zum Beispiel, ich kann also eine Grafik erstellen lassen von meiner Mindmap und sie dann mit Speichern dann praktisch auch tatsächlich exportieren. Wesentlich ist hier beim Export, und, dass ich aufpassen muss, dass all die Äste hier tatsächlich ausgeklappt sind, die ich auch dann tatsächlich in meiner Grafik dann exportiert haben möchte. Wenn ich nämlich hier zum Beispiel das eingefahren haben würde, also nicht alles ausgeklappt wäre, dann würde auch tatsächlich beim Export nur hier wirklich dieser Bereich dann sichtbar werden. Ich möchte es nochmal in einer Übersicht darstellen, wie ich das hier schon einmal gemacht habe. Ich habe hier also eine Mindmap zu Oberösterreich angefangen zu erstellen, habe hier in der Mitte in diesen Hauptbegriff eingetragen. Und habe dann angefangen, hier einzelne Begriffe zu sammeln, die mir eingefallen sind zu Oberösterreich. Als nächstes bin ich dazu übergegangen und habe sie dann geordnet, habe sie in eine bestimmte Hierarchie gebracht. Ja. Also ich habe hier zum Beispiel mir überlegt, ich habe hier einen Begriff und den möchte ich dann zuordnen, habe Oberbegriffe gefunden. Ich könnte es hier zum Beispiel Eist nehmen und auf Flüsse schieben, gedrückte linke Maustaste zur Erinnerung und schon wird dann dieser Begriff hier zugeordnet. Dann habe ich hier eine entsprechende Gliederung. Um es übersichtlicher zu haben, habe ich das Ganze dann noch angeordnet, indem ich mir hier dann diese Knoten genommen habe und habe dann hier eine freie Knotenpositionierung gewählt. Wenn du dich erinnerst, habe ich ja ohne freie Knotenpositionierung, wenn ich das hier nehmen würde, verschieben sich die anderen Knoten. Wenn ich aber hier freie Knotenpositionierung mir aussuche, machen wir das wieder. Man schiebt sich am Anfang zwar in die Mitte, aber ich kann es dann nehmen und es verschiebt sich, ohne dass die anderen Mindmaps dann praktisch davon damit betroffen sind. Dann habe ich diese einzelnen Punkte in meiner Mindmap dann, meine Einzelknoten in eine Reihenfolge gebracht. Das heißt, immer im Uhrzeigersinn das Ganze angeordnet. Habe dann zusätzlich hier Icons eingefügt. Icons bekommt man hier auf der linken Seite, dass man hier einen Knoten auswählt und dann hier dementsprechend einen Icon wählt. Wird dann hier oben dann der Icon eingetragen. Ich kann das hier auch natürlich wieder rückgängig machen und ich kann auch hier zum Beispiel den ersten Icon löschen, den ich hier eingefügt habe. Kann hier wieder was einfügen. Als nächstes habe ich dann mich dazu übergegangen, dass ich hier einen weiteren Unterknoten eingefügt habe. Ich kann sie wieder ausklappen und habe hier dann eine Grafik zum Beispiel eingefügt. Einfügen ist ja bekannt. Man geht in den Knoten hinein, wo man etwas drunter einfügen möchte. Ich habe hier dann Einfügen gewählt. Es entsteht ein neuer Knoten und hier kann ich dann mit der rechten Maustaste zum Beispiel mich dazu entscheiden, dass ich ein Bild hinzufügen möchte. Ich gebe dann den Pfad zum Bild an und schon wird er mir hier dementsprechend dann dargestellt. Weiters bin ich dazu übergegangen, habe hier die Schriftgröße verändert. Ich habe hier Schriftgröße in der Mitte 24 verwendet, bin dann hier übergegangen, habe von diesen Oberbegriffen dann die 20er Schriftgröße gewählt und hier unten bin ich dann geblieben mit der Schriftgröße 14. Die ich vorher schon hier zentral festgelegt habe für die gesamte Mindmap über Knotenstile bearbeiten. Habe hier 14 eingetragen, habe das dann bestätigt. Weiters habe ich mich dann noch bemüht, hier eine weitere optische Gliederung vorzunehmen, indem ich hier dann die entsprechenden Wolken eingestellt habe. Ich bin hier zum Oberbegriff, habe rechte Maustaste genommen und habe hier gewählt Wolke um Knotenauswahl. Und last but not least habe ich hier einen Hyperlink eingeführt und habe hier eben einen Unterbegriff gemacht und habe dann hier diesen Hyperlink eingefügt, wie wir vorhin schon besprochen haben. Man wählt hier einen entsprechenden Knoten aus. Und
geht dann auf Bearbeiten, Hyperlink, Link per Textfeldeingabe. Und habe damit dann auch einen Verweis ins Internet dann geschaffen. Und zu guter Letzt dann auch noch, habe ich einen Connector eingefügt. Connector einfügen zur Erinnerung ist, man wählt sich hier zwei Knoten aus und drückt dabei schon beim ersten Mal auf Steuerungstaste, dann rechte Maustaste und wählt dann dementsprechend einen Connector hinzufügen. Und hat dann hier einen Connector bekommen und den Stil, das heißt die Erscheinungsweise des Connectors, kann man dann verändern. Also man könnte hier zum Beispiel auch die Knotenlinie darstellen, also in dem Fall hier eine grüne Knotenlinie zum Beispiel, und kann dann hier einen Knoten dann formatieren, man kann ihn aber auch wiederum entfernen. Das wären jetzt einmal vordergründig die wichtigsten Punkte vermutlich. Eine Mindmap in doch rascher Art und Weise hier mit Freeplane anfertigen zu können. Mein Tipp an dich, probiere mal eine Mindmap aus, dass du sie dir erstellst. Beherzige ein paar Grundsätze, dass man eine Mindmap zum Beispiel hier möglichst immer im Uhrzeigersinn erschafft, dass sie möglichst übersichtlich ist durch unterschiedliche Schriftgrößen, unterschiedliche Farben und auch das Einfügen von Diagrammen und Icons und Hyperlinks ermöglicht natürlich dann den Informationsgehalt dieser Mindmap dann zu erweitern. Probier mal aus, welche Icons hier vielleicht passend sein könnten und probier auch verschiedene Navigationsmöglichkeiten, um dann einzelne dieser Ebenen aufzuklappen oder wieder einzuklappen. Und als Tipp wie immer, hier auf der rechten Seite siehst du die möglichen Tastenkombinationen, noch schneller dann voranzukommen. Ich hoffe, es hat dir diese Einführung in Freeplane etwas gebracht und wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Anfertigen deiner nächsten Mindmaps mit Freeplane.